Wenn Sie gerne möchten, können Sie aber gerne auch nochmal dieses Thema aufgreifen. Welche Philosophen haben Sie besonders beeinflusst und warum? Mhm. Wobei Sie Platon ja schon genannt haben. Das heißt, der ist sozusagen schon gesetzt, aber es könnte ja auch etwas später noch den einen oder anderen geben. Newton ist auch öfter gefallen. Ja, also wenn wir so quer durch die Jahrhunderte gehen, vor allen Dingen natürlich Leibniz. Leibniz würde ich als Ersten nennen. Und Platon, es gibt Aspekte bei Platon, die mir sympathisch sind, will ich mal sagen. Und aber Leibniz? Den ganzen Platon, aber Leibniz ist mir rundum sympathisch. Ja, in allen seinen Aspekten und das, was er wissenschaftlich gemacht hat. Denn das, was mich eigentlich bewegt bis heute, seit meinem Studium, das finden wir vor allen Dingen bei Leibniz. Leibniz, das ist einerseits die Algorithmenwelt natürlich, die wird bei ihm schon vorbereitet. Dann hat er auch große Ideen im Sinne der Naturphilosophie, was die Automaten betrifft, seine Vorstellung, dass die Natur aus natürlichen Automaten, sagt er ja, besteht und die allerdings die künstlichen Automaten weit übertreffen. Das sind eigentlich große Visionen, die uns bis heute bewegen. An Kant, weil er nun ja auch einer der ganz Großen ist in der Philosophie, hat mich vor allen Dingen in der Zeit meiner Dissertation interessiert, dass er die Mathematik konstruktiv begründet hat, wie er sagt. Das heißt, aus dem, was wir machen können, konstruieren können, in der Geometrie, aber auch in der Arithmetik. Das heißt im Grunde dieser algorithmische Gedanke, den finden Sie bei Kant auch. Er nannte das die Schemata. Und dann allerdings werde ich jetzt Namen nennen, die Sie in der normalen Philosophiegeschichte so nicht finden. Deshalb spreche ich auch lieber von Denkern als von Philosophen. Denker, das wäre im Wir haben einige Namen eben schon genannt, das wäre im 19. Jahrhundert, das wäre Laplace, das wäre Poincaré, weil sie auch am Beginn dieser Chaostheorie stehen, der Komplexitätsforschung. Im 20. Jahrhundert würde ich vor allen Dingen Bertrand Russell nennen. Der hat mich also wirklich sehr beeindruckt, weil er auch die Rolle, er war ja auch Mathematiker und Philosoph, und er hat dieses moderne analytische Denken auch in der Philosophie maßgeblich begründet. Nebenbei ist er auch als Person eine faszinierende Persönlichkeit. Er war ja Literaturnobelpreisträger auch und hat politisch sehr gewirkt, nicht zur Freude vieler Politiker, aber das war schon eine potente Figur. Und dann das jemand, der eigentlich in der Mathematik vor allen Dingen bekannt ist, ist Hermann Weyl. Hermann Weyl, der also die Grundlagen der modernen Physik, also geniale Ideen zum Beispiel mit der Symmetrie, die auch in der modernen Physik eine große Rolle spielt. Er war auch ein bedeutender, in meinen Augen ein bedeutender Philosoph, der sich mit den Grundlagen der Wissenschaften auch philosophisch auseinandergesetzt hat. Er hat ja mit Einstein und mit Gödel im Institut for Advanced Study auch gearbeitet. Dann vor allen Dingen natürlich Turing. Alan Turing, eine geniale Figur im 20. Jahrhundert, jemand, der auch häufig verkannt worden ist und der aber großartige Ideen in die Welt gesetzt hat, die wir heute noch nicht richtig alle verdaut haben. Und dann Kolmogorow, um mal einen Russen zu nennen, der große russische Logiker, Mathematiker, Grundlagentheoretiker, Begründer der Wahrscheinlichkeitstheorie, auch algorithmisch, also konstruktive Logik unterwegs und auch über den Zufall genial nachgedacht, auch wichtige Gedanken, an denen wir heute noch knabbern. Und das sind alles Denker, die sehr stark mathematisch, formalistisch, also sprich algorithmisch ja, die also haben. An dieser Welt mitgearbeitet haben, die aber die Grundlagen dieser Welt gelegt haben. Und das ist unsere heutige Welt. Ich meine, wir kommen ja gleich auf die Politik noch. Erst durch diese Snowden-Affäre ist ja für jeden eigentlich so ein bisschen der Vorhang zurückgegangen, damit man gesehen hat, was passiert eigentlich hinter den Kulissen.
Man sieht immer diese politischen Figuren dort. Also ich sage es mal etwas sehr Spitzes, vielleicht auch Gefährliches. Das sind ja im Grunde Marionetten. Das, was dahinter eigentlich passiert, das sind die Gesetze dieser technisch-wissenschaftlich-algorithmischen Welt. Das ist den meisten nicht bewusst. Und was ich für besonders gefährlich halte, den meisten Politikern ist es nicht bewusst. Die glauben, sie würden da oben agieren als freie, autonome Wesen, wie sie das meinen in der Schule sie, gelernt haben. Und das ist mitnichten der Fall. Ja, das ist mitnichten der Fall. Wir sind ein Stück weit auch mittlerweile Getriebene in dieser Zivilisation. Und da hilft kein moralisches sich entrüsten und lamentieren, sondern wir müssen zunächst einmal diese Grundlagen verstehen. Wir müssen verstehen, wie diese Welt eigentlich entstanden ist. Ich habe kürzlich ein Buch geschrieben unter dem Titel Die Berechnung der Welt. Da gab es eine nette Besprechung in der Frankfurter Allgemeinen und das wurde alles gewürdigt und wie genau das ist und wie ich das alles schön da erzählt hätte und erläutert hätte und so weiter. Aber dann meinte dieser Journalist dann so ein bisschen lakonisch auch, aber ob es dazu notwendig sei, jetzt auch genau den Turing zu verstehen oder den Bertrand Russell oder wen auch immer. Er hat das dahingestellt, aber er hat das doch mit so Fragezeichen versehen. Und da würde ich sagen, entschieden ja. Denn das ist wichtig, dass das auch in unseren Schulen vermittelt wird. Das ist die Welt, in der wir heute leben. Diese Denker, von denen ich da gerade spreche, die auch nur mehr oder weniger bekannt sind, die haben maßgeblich mit diese Welt geschaffen. Kluge Leute haben das erkannt. Ich habe das in diesem genannten Buch an einem Beispiel deutlich gemacht, nämlich an Turing. Turing war ja maßgeblich auch beteiligt an der Entschlüsselung der Enigma. Das ist diese deutsche Verschlüsselungsmaschine, Zweiter Weltkrieg, die man für absolut sicher hielt. Und da waren es lauter solche introvertierten Figuren wie Turing und Logiker, Mathematiker, zum Teil Theoretiker, die sich mit Spielen beschäftigten. Lauter solche theoretischen Spinner, muss ich sagen. Und sehr bodenfeste Zeitgenossen wie der Kriegspremier Churchill und der Oberkommandierende der Alliierten, nämlich Eisenhower. Die haben beide festgestellt, diese Geschichte da mit Turing war kriegsentscheidend. Auf jeden Fall hat sie den Krieg Jahre verkürzt und damit sicher auch entsprechende Opfer erspart. Und ich denke, das zeigt, wie wichtig es eigentlich ist, diese Welt auch zu verstehen. Und das hat sich natürlich heute massiv verstärkt. Und jetzt sind wir schon mitten in der Politik. Genau, da bleiben wir jetzt auch. Ja. Denn das ist ja ein düsteres Bild, was Sie jetzt eigentlich zeichnen. Auf der einen Seite die Politiker als Marionetten, mal als Wandgemälde auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber was ich fast noch schlimmer finde, Politiker, die sich darüber selbst nicht bewusst sind. Wie kann denn da überhaupt Forschungspolitik funktionieren? Also was wir brauchen, wobei ich sagen muss, in den Demokratien haben wir es ja ein Stück weit schon. Ich meine, wenn Sie den Deutschen Bundestag ansehen, da besteht er ja nicht aus den wenigen Leuten, hätte ich bald gesagt, die man gelegentlich bei Fernsehaufnahmen sieht und man dann etwas verstört ist, wenn man denkt, so wenig interessieren sich jetzt für diese Gesetzesvorlage. Das ist ja nicht die Wirklichkeit, sondern es ist nur die Spitze des Eisbergs, sondern dahinter stehen also vielleicht hunderte von Ausschüssen, wo tatsächlich Experten, auch Lobbyisten, das ist ja auch korrekt, die also bestimmte Interessen vertreten, in Gremien sitzen und dann Gesetzesvorlagen vorbereiten. Und das geht auch weitgehend über Parteigrenzen hinweg. Also da gibt es schon eine große Informations- und Entscheidungsmaschinerie, die dort also vorbereitet. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, und da zähle ich gerade diese Algorithmenwelt dazu und da zähle ich diese NSA-Affäre dazu und die Causa Snowden, die doch in erschreckendem Maße in den vergangenen Jahren gezeigt hat, wie wenig dort auf höchster Entscheidungsebene man dort vorbereitet war auf diese Welt. Ich meine, es darf einfach nicht sein, dass dort von höchster Ebene aus Formulierungen fallen der Art, das ist jetzt Neuland für uns. Denn das ist kein Neuland, das ist die Realität. Und damit meine ich nicht die Spionage. Die Spionage jetzt mit Snowden und der NSA-Affäre
macht ja nur an einem Punkt deutlich, diese neue Algorithmenwelt, das ist die Big Data Welt, das sind die Big Data Algorithmen, die wir auch alle kennen. Wir kennen sie doch. Jeder arbeitet mit Google Suchalgorithmus. Das ist ein Big Data Algorithmus. Ja, und nach dieser Machart sind all diese Algorithmen, die dann Korrelationen blitzschnell finden, Profile erstellen von zukünftigen Produkten, von Kunden, aber auch von Tätern, die Pre-Criming betreiben, vor allen Dingen in den USA, die im Antiterroristenkampf eingesetzt werden, mit all den Konsequenzen, die das nach sich zieht, dass man dann mal schnell auch eine effektive Tötung außerhalb des eigenen Landes vornimmt. Und dabei wird mal billigend in Kauf genommen, dass Völkerrecht verletzt wird, dass auch jeder eigentlich ein Recht auf einen fairen Prozess hat, sollte man bei einer Demokratie ja auch annehmen, dass für jeden die Unschuldsvermutung gilt, bis zu einem Urteil. All das wird auf Gründen der Effektivität schneller Algorithmen, weil der Schutz und das nationale Interesse sowieso das allerhöchste ist, dann mal billigend in Kauf genommen. Und dann haben wir eigentlich die Algorithmenwelt, die längst da ist. Gelernt habe ich in den letzten 2 Jahren. Ich bin ja nur wirklich jemand, der sich intensiv seit vielen, vielen Jahren dieser Algorithmenwelt beschäftigt. Hätten Sie mich vor 2 Jahren gefragt, kann so etwas möglich sein wie Orwells Big Brother? Ich hätte klipp und klar gesagt, nein. Warum? Jetzt kommt meine Komplexität. Die Welt ist so komplex, steckt voll so vieler Informationen. Es ist einfach nicht möglich, dass ein einzelner Prozessor, technisch gesprochen, diese Informationen bündelt, überschaut und kontrollieren kann. Ein Einzelner nicht, aber das Netz schon integriert. Das Netz, ja, auch da hätte ich gesagt, das ist so selbstorganisierend. Und was für mich politisch eigentlich die Erfahrung war, das war der Zusammenbruch des Stasi-Regimes in der DDR und damals in der UdSSR, sodass ich gesagt habe, diese Art von Kontrollmechanismen, das sind Dinosaurier, die wird es nie mehr geben und deshalb Kurzschluss bei mir, Big Brother wird es nicht geben. Und dann kamen die Big Data Algorithmen. Und diese Algorithmen sind durch ihre massive Parallelrechnung, durch ihre Schnelligkeit, diese neuen Datenbanken, die es heute gibt, die es vor einigen Jahren noch nicht gab, ja, mit der In-Memory-Technology, das sind Datenbanken, anschaulich gesprochen, haben die ein massives Kurzzeitgedächtnis. Also da, wo wir nur ganz wenig unterbringen können, darauf aber immer wieder zugreifen können, die haben das ausgebaut zu ihrem Riesenspeicher und können darauf zack zugreifen und die Big-Data-Algorithmen blitzschnell diese Profile errechnen. Und damit, NSA lässt grüßen, damit werden jetzt zentral gesteuerte Kontrollen möglich. Und da muss ich sagen, da war ich doch sehr erschrocken, um es mal gelinde auszudrücken, von den Möglichkeiten und Potenzialen dieser Welt. Das habe ich selber erst jetzt seit kurzem gelernt. Mit anderen Worten, in dieser technisch-wissenschaftlichen Welt werden uns noch einige Überraschungen ins Haus stehen. Haben wir die noch voll unter Kontrolle? Da sind wir gerade dran. Nicht? Wenn hinter einer solchen Machtkonzentration dann nur noch als oberster Wert steht, das nationale Interesse eines einzelnen Landes, das ist ja das Allerhöchste. Die Sicherheit, meine wir leben in Demokratien, es ist eine Demokratie, sagt nicht die Sicherheit oder das Wohlergehen einer einzelnen Person, eines Diktators, sondern eines großen Landes. Des Kollektivs. Des Kollektivs, Demos, ja, des Volkes, aber des eigenen Volkes, ohne Rücksicht auf Verluste. Die anderen sind im Grunde potenzielle Gegner. Auch unsere bisherigen Freunde, die bisherigen Freunde sind ja sehr erstaunt, nicht? Und da brauchten erstmal kollektiven Ethik in Schockstarre, ja, um zu verarbeiten, was hier uns war hier eigentlich nicht, vermittelt war wird. War das nicht vorgespielt? Also ich will die Diskussion insofern hier abkürzen und sagen, ich merke, wir sind dabei zu lernen. Und es hat eine Zeit lang gebraucht, aber wir lernen. Und wir ziehen daraus die Konsequenzen. Ich finde das auch völlig okay, jetzt nicht mit großem Tamtam. Man ist ja nach wie vor aufeinander angewiesen. Aber man wird in aller Stille und aller Ruhe und aller Bedachtsamkeit, die ja von unserer
politischen Leitungsebene eigentlich bekannt ist, werden wir die Konsequenzen ziehen. Und darüber bin ich eigentlich jetzt erstmal beruhigt und ich hoffe, dass das so weiter dann auch realisiert wird.